In diesem Video beschäftigen wir uns mit kumulierten Querschnittsdaten. Kumulierte Querschnitte erlauben keine Trendaussage auf Individualebene, da es sich um unterschiedliche Individuen bei den unterschiedlichen Messzeitpunkten handelt. Darin unterscheiden sie sich auch von Paneldaten, wo jeweils die gleichen Individuen gefragt werden. Kumulierte Querschnitte erlauben aber Aussagen über den Trend anhand des Durchschnitts. Aussagen bei kumulierten Querschnitten sind grundsätzlich nur auf kollektiver Ebene möglich. Nun, wie können wir kumulierte Querschnittsdaten analysieren? Das ist ganz einfach, wir können eine ganz normale Regression rechnen und die Zeit als Dummy-Variablen reinnehmen. Also sprich, je nah als Faktor. Möglich sind auch Interaktionen zwischen Zeitvariablen und unabhängigen Variablen, wenn wir davon ausgehen, dass sich eine Variable über die Zeit ändert. Nun schauen wir uns das Ganze näher an. Zuerst laden wir den kumulierten Select-Datensatz rein, der alle Nachwahlbefragungen zwischen 1971 und 2019 enthält. Und dann können wir anschließend ein Modell rechnen. Als abhängige Variable nehmen wir links-rechts, Selbstpositionierung, dann das Alter, Geschlecht und das Jahr als Faktor ein. Damit es als Faktor eingenommen wird, können wir entweder voraus einen Faktor machen oder als Faktor schreiben. Dann noch die Daten und die Gewichte. Wir sehen also, so wird auf die jeweiligen Jahre kontrolliert und Geschlecht und Alter sind signifikant. Frauen sind grundsätzlich linker, ältere Menschen wählen eher rechts. Nun können wir das Ganze auch noch mit einer Interaktion anschauen, indem wir Alter interagieren mit Jahr. Sehen wir dann, sich in gewissen Jahren der Unterschied anders ist beim Alter. Und über das Ganze gesehen ist er nur noch bei einem Alpha-Wert von 0,1 signifikant. Das Geschlecht bleibt aber signifikant.